Damit herzlich willkommen zurück im Euro-Car-Simulator bei mit dem Randy. Hallo. Mit mir und Kliggy. Ach du Scheiße, Och, da ist aber voll. Also wäre da einer drin gewesen in der Tankstelle, der wäre drauf gegangen jetzt. Kleiner nochmal, ich tanke lieber gleich nochmal, bevor hinten nichts mehr kommt. Die Bremse von der Karre ist wirklich das Letzte. Ja, früh genug halt, ne? Aber selbst wenn du langsam bist und du bremst, der rutscht über die Stellen drüber. Achso, ja, das kommt auch noch dazu. Jetzt. Ja. Stimmt, ja. Ich bin jetzt gleich bei Geneve. Ja. Ich hab noch bis zu unserem letzten Punkt, den wir gesetzt haben, hab ich jetzt noch 70 Kilometer. Mhm. Ja, dann war schon gleich da sein. Das fährst du ja so schnell mit dem Audio. Das ist wohl wahr, oder? Ach ne, hier ist der dritte Waypoint, ich bin schon da. Also, bevor es die Straße ist, die da nach oben geht, die du noch nicht entdeckt hattest. Ja, ne, jetzt wieder abfahren Richtung Lyon und Geneve. Ja, ich muss gleich mal gucken, ich danke erstmal. Wo stehe ich denn jetzt? Ich bin bei Geneve links davon, genau, an der Tankstelle. Mhm. Da bin ich. Da und du bist Richtung abbiegen, Richtung Lyon und Geneve. Das heißt, du warst auf der 43 und bist jetzt auf der 41. Das steht nicht da. Ja, warst du bei so einer Mautstelle? Ich war jetzt keine Mautstelle gerade. Okay. Da bist du doch. Ui, und wieder überschlagen, das gibt's doch nicht, was war denn das für eine Kurve? Ja. Da vorne. Ja, das ist einfach so, da kam so ein Pfosten, den Pfosten habe ich leicht gestriffen, der liegt jetzt hier vor mir und dann ist das Auto abgehoben. Wie bekloppt ist das denn? Nee, gegen die Pfosten darfst du nicht fahren, das mögen die Autos nicht. Ja, hat keiner beschrieben. Warte mal, wo lande ich denn jetzt? Keine Chance. Ja, den kriegst du nicht aufgestellt. Die kriegst du nicht aufgestellt, die Hütten. Ein schwer wie Blei. Wo ich lande? Wo fahren wir denn weiter? Weil dann mach ich von hier aus nämlich bei die Punkte. Ich setze mich einfach hoch zurück. Ja. Und dann sind wir weiter. So. Achso, ich habe im Übrigen wieder Geld, weil ich den Renault verkauft habe, weil es da Fragen aufkommen. Ja, wir sind in Geneve, wir wollten da bei der Tankstelle die Strecke hoch, die Kleine, richtig? Kleine Richtung 3ET, also nur so hoch, so in die Richtung. Na, einfach nur hoch, weil bis zu der Kreuzung, ja. Ja. Und da machen wir mal weg. Und dann habe ich zum Beispiel weiter oben bei Dion die komplette A36 habe ich nicht. Aber ja, habe ich auch nicht. Also ebenfalls nach rechts hoch. Ach denn da hier vor komische Punkte? Also setzen wir da auf die Tankstelle von der A36. Ja, die Mautstelle. Also A36 dann hoch. Bis zu der Mautstelle oder was? Nee, oder? Ja, nee, dann weiter hoch die A36, wo es dann auf die A35 geht, ne? Ja. Da weiter hoch, dann ist ja rechts davon die Tankstelle, das sind ja auch noch kleine Straßen. Da war ich beispielsweise auch noch gar nicht. Auf der A35 oder oben diese kleinen geriffelte Straße? Die A5, naja, die kleinen geriffelte Straße. Kommen wir da von der Autobahn runter oder müssen wir da... Ja, ne, wir fahren die 36 nicht bis zur 35, sondern vorher auf dem Kreuz und dann kommt es halt drauf an. Also ich habe bei dem Steinbruch dort nichts. Ja, die Strecke und da nach oben habe ich auch nicht. Die Strecke rechts allerdings hoch auch nicht. Habe ich auch nicht. Hm. Aber die zum Steinbruch hoch, die geht ja deutlich höher bis Rems, ja, Reims, ja. Stimmt, ja, das setzen wir da an nächsten Punkt. Ja. Und dann sehen wir weiter. Das sind 1000 Kilometer. Oh ne, der setzt hier so einen Mist gerade. Ja, und macht er immer wieder zurück zu der normalen Strecke? Verstehe ich nicht. Manchmal macht er dann einfach wie so ein Kreis. Ja.
Ja. Bleib einfach. Kann ich bis. Auch nicht. Sag mal. Weil ich über dieses Kreuz gehe, kriegt er eine Macke. Hm. Bei mir. Ja, ich setze dich einfach bis zum Kreuz und da ist erstmal gut. Das sind immerhin schon 500 noch was Kilometer. Gut, na dann. Machen wir. Ja, wo ist denn der Ausgang? Dort. So. Aber ansonsten, was sind so deine Ziele diese Woche? Was willst du erreichen, abgesehen von den Ärzten? Wo fährst du hin? Bei meiner zeigt hier vorne raus. Meiner zeigt hier. Oh, anhalten. Meiner zeigt hier hinten raus. Da geht's dann so 3ET hoch und. Hey, warte mal, warum ist denn jetzt hier der fünfte Balken? Verstehe ich nicht. Ach ja, ja, der hat einen Kreis gezogen, sehe ich gerade, okay. Deswegen. Aber der lenkt mich trotzdem dort lang. Rechts raus bei 3ET an der Tankstelle. An der Tankstelle noch und dann den Weg. So, ich habe die andere Tankstelle extra angewählt, die Pläne. Ach so, ja, ja. Ja, warte mal, zack. Und dann 2, 3, ja, jetzt passt. Entschuldigung, gut. Dann drehen wir halt mal kurz um. Was wolltest du dir wünschen? Nee, was sind deine Wünsche die Woche? Ich meine, abgesehen von deinen Arztbesuchen, die du machen musst. Hast du Ziele? Was willst du erreichen? Willst du am Baggersee? Es wird doch so ja ganz geil werden, ne? Das ist wohl wahr. Vielleicht gehe ich mal an Baggersee. Bisschen baggern. Bisschen baggern. Ja, ansonsten hast du jetzt die Woche, na klar, ne, will Dota spielen, ist ganz klar. Vielleicht auch ein Bild der Hunter, gut, in deinen komischen Ventura Bay weiter rumfummeln und. Ja, fummeln. Fummeln. Kannst du mal, jetzt habe ich den Bildschirm da groß genug, jetzt sehe ich auch, wo ich hinfahre. Das ist richtig. Ja, erzähl doch da mal drüber. Was? Erzähl doch mal da drüber. Hä? Über den PC. Achso, ich dachte übers Fummeln. Auch, aber erst nach 22 Uhr. Ja, dann musst du die Folge halt später bringen. Mhm. Geht ja, ey, das, die Kurve ist wirklich. Wir sind da hier. Vorsicht, pass auf bei der Kurve. Bisschen zu schnell. Das erhebt ja sofort aus. Ja, was soll ich über den PC erzählen? War mehr so. Na, erstmal Einleitung. Einleitung, also PC, Desktop, ein Laptop. Reicht das? Also, Klicky hat gesagt oder gemerkt, dass gut sein Laptop jetzt ja auch schon viele Jahre im Dienst ist und er jetzt seinen Dienst auch schon dementsprechend oder seinen Dienst getan hat, so rum. Deswegen hat er sich halt minder spontan entschieden, sich jetzt einen PC zu kaufen, einen richtigen PC, einen Tower. Das ist doch nicht korrekt. Einen Tower-PC und dass er halt den Laptop, ne, hat, weil er einen LKW hat, so viel unterwegs und wenn er halt mal daheim kommt, halt mal eine richtige Maschine hat. Deswegen hat er sich da jetzt eingeholt und er ist vollkommen überrascht. Der Hunter sieht auf einmal wie der Hunter aus, Dota, das Wasser sieht auf einmal aus wie Wasser. Und im ETS sieht er endlich mal was. So auf Deutsch übersetzt. Und darüber, über die Erfahrung, wie zum Beispiel wie die Bestellung war, wie die Lieferung war und was bis jetzt seine Erfahrungen sind, das erzählt er euch jetzt. Ja, also erstmal so, der Laptop hat ja auch nicht ausgedient, weil den nehme ich ja weiter. Das Problem ist nur, wenn ich mir jetzt, also es wäre jetzt eigentlich wieder Zeit gewesen, einen neuen zu holen, weil halt von der Technik her, ne, ist halt wirklich langsam überholt. Die 700er Karten, außer du hast die 87 Ti, kannst du halt mit den absolut, also neuen Spielen nichts mehr machen. Richtig. Und das Problem ist halt, wenn du die 87 Ti hast, die säuft einen Haufen Strom. So. Das kommt noch dazu, ja. Und bei den Laptops, die ja mehr Leistung dann haben, die brauchen allgemein mehr Strom und das kannst du mit einem LKW dann nicht mehr stemmen. Erst am Rückzug ist die Batterie leer. Mhm. Deswegen habe ich mir dann gesagt, okay, ich bleib, oh lala, aber noch, nee, nicht gut gekriegt. Und dann habe ich mir gesagt, ach, dann bleibe ich bei dem Laptop, da gehen die meisten Spiele, die ich mal so unter der Woche mal zocke, wenn ich mal Bock habe, in da drauf. Mhm. Und jetzt für daheim halt lieber in halt einen richtigen Rechner, da muss ich schon wirklich nur heimgehen. Es ist so ein bisschen der Faulheit geschuldet, muss ich dazu sagen, weil ich muss den Laptop dann wieder auspacken. So kann ich den einfach in der Tasche lassen und halt einfach nur PC an und fertig ist. Vom Dings her, vom System her, so ist das ja schon eher mehr dasselbe, weil ja, das Betriebssystem ist auch auf einer SSD. Also es startet genauso schnell wie der Laptop. Ja, auch eine SSD hatte, also ja.
ergab sich da für mich keinen Unterschied. Nur, dass die SSD halt größer ist. Die Laptop ist ja wirklich nur, wie groß war die? 50 GB, halt wirklich nur fürs Betriebssystem. Hier hat halt 250 GB, glaube ich. Ja. Aber ansonsten so, ich habe immer das genommen, was preis-leistungstechnisch quasi ideal war. Also, wurde für den Preis die beste Leistung ausgekriegt hat. Mhm. Und da hast du jetzt einen? Achso, die groben Stacks, ja. Oh, so, ja, Prozessor, Grafikkarte ran, Mainboard. Normal ein i7, quasi, also den 6100K mit 4x4 GHz. Und ja, RAM ist DDR4 halt, 16 GB. Und Grafikkarte ist die GeForce GTX 970, aber übertaktete Version von Alit, oder wie das heißt. Also, ich habe ein separates Tool, das läuft jetzt die ganze Zeit mit. Und da sehe ich halt die Temperatur der Grafikkarte und so, und die kann ich dann mit meinen eigenen Profilen, die ich da anlegen kann, kann ich die übertakten, wie ich das möchte. Ich kann immer wieder zum Grundprofil zurückkehren, aber du kannst halt direkt übertakten, die ist auch direkt dafür gedacht. Du kostet halt auch mehr als wie die normale. Ja, aber sonst, ja. Zumal, selbst wenn die 79 irgendwann mal auch nicht mehr das macht, was er machen soll, kannst du ja immer einfach noch so zack, Grafikkarte auswechseln, fertig. Weil genau. Der Prozessor, der wird jetzt die nächste Zeit noch definitiv halten. DDR4 ist jetzt erst neu, das wird auch nicht so schnell auslaufen. Ja. Und deswegen habe ich extra DDR4. Das macht leistungstechnisch jetzt keinen großen Unterschied. Oh, hier hätte ich schon. Ja. Ach nee, die hat er wieder einen Kreis gezogen. Ach. Weil das DDR3 ist halt das Problem, wenn du das jetzt noch kaufst, die neuen Mainboards, die du dann hast. Dann passt das überall nicht mehr drauf. Ja, und so kann ich dann einfach sagen, wenn ich ein neues Mainboard hole, DDR4, kein Problem. Der Prozessor ist halt Skylake, da kannst du halt richtig viel mitmachen. Ne? Da passt auf die ganzen neuen Mainboards überall drauf. Ist ein feines Ding. Ja. Ich hätte jetzt so die 89 kriegen können, zum Beispiel mit einem Octa-Core, aber ich wollte ja auch, ich habe wichtig geworden, ja, ein Komplett-PC, also sprich auch einen Bildschirm dazu, Maus und Tastatur, weil das habe ich ja alles nicht, das brauchst du ja beim Laptop nicht, also gut, eine Maus schon, aber ja, jetzt habe ich halt für den Laptop zwei Mäuse, naja, was soll's, ne? Da habe ich halt die Logitech, die 5G502 noch, und hier habe ich jetzt andere standardmäßige noch, und ich habe mich noch gar nicht informiert, ich habe zum Beispiel auch USB 3.1 Next Gen. Was sind du jetzt? Ach doch, du bist da vorne, ah, wie. Und ich habe zum Beispiel keine Ahnung, was das besser sein soll als USB 3.0. USB 3.1 ist schneller. Noch schneller? Noch schneller, ja, ja. Aber du brauchst auch Geräte, die das machen, sonst funktioniert das schon nicht. Richtig. Ja, welche Geräte machen das? Es gibt, glaube ich, schon welche, die 3.1 unterstützen. Ich hatte auf jeden Fall Probleme mit dem PlayStation 2 Controller. Ne, PlayStation 3 Controller. Da stand immer da, ja, das funktioniert nur mit USB 2.0. Hab ich ja eigentlich dran. Aber durch Windows 10, das wollte das nicht richtig. Alter, das war eine Hudelei, das saß ich vorher ein bisschen dran. Damit ich wieder Need for Speed halt spielen kann, ne? Mit, ohne Controller ist das ein bisschen Mist. Ja, aber ich hab's hinbekommen. Das ist halt jetzt die Einrichterei. Das ja, das war eine Mautstelle, so wie er geschrien hat. 58%, Alter. Nicht gesehen. Doch, aber von 200 irgendwas mit Handbremse und normaler Bremse, keine Chance. Bestimmt, nee, das war jetzt bestimmt in Bremsweg von 100, 200 Metern. Ja, ja. Und der hatte immer noch über 100 drauf. Wahnsinn, Alter. Hey, Bremsen sind ein bisschen, naja. Aber so habe ich jetzt halt auch die Möglichkeit zu sagen, ich hole mir auch mal so ein komisches Lenkrad. Ja. Kann ich auch mal mit Lenkrad fahren. Durch wird das LS-Lenkrad. Ach, was denkst du, was ich alles auf die Knöpfe dann lege? Ja, von dem S-Lenkrad würde ich dir immer mehr abraten. Ich meine, Gutino 1 ist kaputt gegangen, okay. Meins vom Lenkrad her in Ordnung, Pedalen machen bei mir Probleme. Man hört, also ich weiß gar nicht, ob man das hört, aber wenn ich hier Gas und Bremse trete, quietschen. Ja, versuch's mal mit 10W40. Genau. Ja, und jetzt wird aber langsam hier, was machst du denn? Wird auf E-Funktion. Achso. Kann ich mir auch mal so eins holen? Ja, wenn, dann würde ich mir das LS-Lenkrad nur für LS, macht doch Licht aus.
Würde ich mir jetzt nicht holen, wenn, dann würde ich vielleicht auch, wie ich das halt beim PC mache, das Beste vom Preis leistungstechnisch nullen, wahrscheinlich so G27 oder so. Hm. Du hast jetzt hier? Ne. Nee, das war er nicht. El Turkey oder so ähnlich. Und, also sowas würde ich dann eher. Die ganzen Knöpfe, ich muss gucken, was ich alles drauflege. Die Hälfte könnte ich vielleicht belegen, die Hälfte bleibt so. Ja. Oh, hier habe ich keine Dings mehr. Wo mussten wir jetzt hinfahren? Rechts rum. Ah, da bin ich schon vorbei. Ja, aber meine Freunde, wir sind erstmal fertig und dann klicke ich da mal nicht ab. Ja, das habe ich nicht vergessen. Allein weil ich jetzt einen PC habe. Und genau. Wir sehen uns im nächsten Teil. Tschüss. Tschüss.